Stell dir vor, du stehst vor einem Apfelbaum und möchtest dir einen wunderschönen Apfel pflücken. Komplett ambitioniert kletterst du den ganzen Stamm hinauf, greifst nach einem wunderschönen Apfel, kommst hinunter, freust dich und dann siehst du, auf Griffhöhe hast du all diese wunderschönen Äpfel, die hättest du nur runter pflücken müssen. Also deine ganze Arbeit war komplett umsonst. Und so ähnlich kann es auch mit dem Treiberschwung sein. Wir versuchen manchmal, die Äpfel oben am Baum zu erwischen. Dabei gäbe es tiefhängende Früchte, die wir ganz einfach erreichen können. Und darum geht es in diesem Video. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Das ist ganz wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Eines der absolut wichtigsten Sachen, um einen Golfball ordentlich zu treffen, speziell einen Driver, ist es, dass man das richtige Bewusstsein hat über das, was man eigentlich machen will. Und sehr, sehr wichtig ist hier der Schlägerkopf, dass man versteht, wo der sich im dreidimensionalen Raum befindet. Das Problem ist ja, wir stehen ja beim Golf über dem Ball, wir machen einen Schwung, schauen eigentlich beim Schlag auf den Ball und sobald der Ball weg ist, hoffentlich Richtung Ziel. Und eigentlich haben wir nie wirklich ja, ein Bild darüber, wo ist der Schlägerkopf jetzt während dieses Schwunges. Es wird sehr, sehr schwierig sein, dass ich im Schwung immer schaue, wo ist der Schläger, was macht er, weil man einfach so sich nicht gut bewegen kann. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig im Training, dass man sich ein Bild darüber schafft von Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, um einen Driver eben gut zu treffen. Der erste Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ein Punkt, der mir wirklich wahnsinnig am Herzen liegt, weil ich es wirklich jeden Tag sehe, dass das nicht beachtet wird, das ist die Kontrolle des Schwungbogens, die Höhe des Schwungbogens. Was meine ich damit? Der Schläger schwingt ja rauf, runter und rauf, so kann man sich das ein bisschen laienhaft vorstellen. Und der kann so schwingen, dass der sehr knapp am Boden schwingt, jetzt berühre ich ihn sogar. Oder ich kann so schwingen, dass ich ja ein paar Zentimeter über dem Boden schwinge. Und je nachdem, wie ich das mache, ist es natürlich dann auch wichtig, wo ich den Ball auftiehe. Wenn ich jemand bin, der zum Beispiel eher den Schwungbogen so hat, dass er weit weg vom Boden ist, dann kann ich jemand sein, der den Ball auch relativ hoch auftieht. Bin ich jedoch jemand, der relativ niedrig schwingt, vielleicht jetzt nicht den Boden berührt, aber zumindest sehr knapp daran vorbeischwingt, dann wird es natürlich keinen Sinn machen, wenn der Ball hoch aufgetiet ist. Und daher würde ich den Ball wahrscheinlich besser ein klein wenig tiefer auftiehen. Das heißt, da sollte man sich schon bewusst machen, welcher Typ bin ich, und demnach die Tee-Höhe adjustieren. Bloß weil man hört, man soll den Ball hoch aufziehen, heißt nicht, dass das für einen perfekt ist, genauso wie es nicht richtig ist, dass man ihn niedrig aufziehen muss. Also jeder muss das selber für sich rauffinden. Aber eine Sache kann ich dir sagen, was sicher nicht funktioniert, und das sehe ich wirklich jeden Tag, ist, das ist, dass Hobbygolfer tatsächlich immer wieder den Boden treffen beim Driver. Und das ist etwas, was wirklich nicht im Sinne des Erfinders ist. Es gibt zwei Schläger im Golf, wo du das auf keinen Fall möchtest. Der eine ist der Driver, der andere ist beim Putten. Bei diesem Beinschläger möchtest du bitte auf keinen Fall den Boden treffen. Und wenn du hier Probleme hast, würde ich dich bitten, dass du mal als erstes lernst, den Boden nicht zu treffen oder, um es positiv auszudrücken, dass du versuchst, knapp überhalb des Bodens zu schwingen. Hier ist es jedoch wichtig, dass du auch verstehst, dass du einen gewissen Radius haben musst am Ende des Schwunges. Du möchtest ja am Schluss des Schwunges, also hier ungefähr, kurz nach dem Treffmoment, die Arme in einer gestreckten Position haben. Und wenn du jetzt diese Schwünge machst, wäre es gut, dass du versuchst, auch hier wirklich diesen Radius zu haben und dann eben versuchst, die Höhe anzupassen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich versuche jetzt mal so 3 cm über dem Boden zu schwingen. Das ist jetzt meine bewusste Aufgabe, stelle mich hin, sage, hier bin ich ganz gestreckt, da möchte ich vorbeischwingen und jetzt stelle ich mich hierher und schwinge mal 3 cm über den Boden. Jetzt habe ich aber gehört, ich habe Grashalme getroffen. Ich bin mir bewusst, ich habe einen Grashalm getroffen, das heißt, ich war wahrscheinlich nicht 3 cm über den Boden, klarerweise. Das heißt, ich mache das selber noch einmal, ich gehe hierher, strecke meine Arme für den maximalen Radius, stelle mich hin, mache einen Schwung und jetzt habe ich keinen Grashalm getroffen. Die Kante des Schlägerkopfs ging ca. 3 cm am Boden. Okay, dann kann ich mir ungefähr dann überlegen, wie hoch muss ich dann auftehen, dass ich den Ball eben in der Mitte
der Schlagfläche treffe. Wenn ich jemand bin, der immer wieder den Boden trifft, kann ich natürlich auch versuchen, einmal ganz normal mich hinzustellen beim Driver und versuchen, einen Luftschlag zu machen. Ja, ich mache jetzt zum Beispiel einen Schwung und versuche jetzt nicht den Ball zu treffen, sondern überhalb des Balles hinwegzuschwingen. Zum Beispiel so. So, jetzt habe ich den Ball nicht getroffen, ich bin oben drüber. Jetzt habe ich das Gegengefühl quasi zum Bodentreffen. Ja. Und wenn ich dann jetzt die Mitte da suche und finde, dann wird mir vielleicht dann auffallen, dass ich den Ball sehr, sehr knackig treffen kann in der Mitte. Aber was ich dir auf alle Fälle hier sagen möchte, ist, dass du aufpassen solltest, wo ist der tiefste Punkt deines Schwungbogens und versuche ihn auch ruhig zu verändern. Es gibt da übrigens sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber das ist nicht Thema dieses Videos. Ich möchte nur einmal, dass du das Bewusstsein hast, wo ist der tiefste Punkt meines Schwungbogens. Der zweite Punkt von den Früchten, die wir quasi nur so pflücken müssen, ist, dass wir darauf achten, wo wir den Ball auf der Schlagfläche treffen. Also nicht nur in der Höhe wie vorhin, sondern auch, ob man ihn auf der Spitze treffen oder eher innen. Und da hilft es auch sehr gut natürlich, wenn man natürlich mit irgendwelchen ja, so Kreidensprays arbeitet oder mit irgendwelchen Tapes oder Sticks, die man da drauf geben kann. Das kennst du sicher. Aber immer wieder da abkleben, zu schauen, wo treffe ich den Ball und dann auch eine Veränderung herbeiführen. Es ist so, wenn du zum Beispiel jemand bist, der chronisch den Ball immer innen trifft, also in der Nähe des Schaftes, ja, dann möchtest du natürlich eine Änderung erzielen. Das heißt, dein Schwungbogen ist zu weit hier draußen, du musst ihn näher zum Körper bekommen. Das kann natürlich wieder viele technische Gründe haben. Es kann natürlich sein, dass du mit dem Körper näher zum Ball gehst im Schwung. Es kann sein, dass die Arme zu früh rausstrecken. Ja, also viele, viele Möglichkeiten. Aber egal, was du da falsch machst, du solltest dir bewusst sein, du triffst den Ball eben zum Beispiel hier und du kannst das verändern. Und wenn ich mich zum Beispiel jetzt hinstelle, den Ball anspreche und ich möchte das einmal wirklich verändern, zum Beispiel bin ich, wie gesagt, einer, der den immer hier innen trifft, dann mache ich das Gegenteil. Ich werde versuchen, den Schläger so vorbeizuschwingen, dass ich den Ball gar nicht treffe. Ich mache also wirklich jetzt wie einen Luftschlag. Also jetzt, ich versuche das mal hier und versuche hier innen vorbeizuschwingen. So, mir ist es gelungen. Der Ball ist nicht so weit geflogen, wie du gesehen hast. Aber ich habe einmal die größte Übertreibung gemacht, die es gibt. Ich habe den Ball verfehlt. Ich habe hier vorbeigeschwungen und habe irgendwie es geschafft, den Abstand zum Ball zu kontrollieren. Ich habe das Gefühl gehabt, die Hände waren näher beim Körper, ja, also in dem Raum hier. Und so kann ich mir eben auch mit solchen kleinen Übungen, sogar mal übertrieben, wie gesagt, dass du sogar meinen Ball verfehlst, kannst du eben ein Gefühl bekommen, wo befindet sich dein Schlierkopf im dreidimensionalen Raum, ohne dass du ihn siehst. Und beim Training einfach darauf achten. Und wenn du dann siehst, du kannst auch das Gegenteil erzeugen, also in meinem Fall eben, dass ich hier innen vorbeischwinge, dass du dann versuchst, ein Mittelmaß zu finden und dann vielleicht erwischst du mal, ja, vielleicht unabsichtlich mal die Spitze, aber auf jeden Fall hast du eine Veränderung herbeigeführt und jetzt kannst du daran arbeiten, dass du den Ball immer mehr in der Mitte triffst. Also das ist etwas, was du nicht zufällig bekommst, bloß weil dein Schwung besser wird. Das ist eine Fähigkeit, die du explizit erarbeiten musst. Und auch mit allen Profigolfern, mit denen ich arbeite, erwarte ich nicht, wenn sie ihren Schwung verbessern, dass sie den Ball mehr in der Mitte treffen, sondern es ist nur eine Hilfe. Aber die Fähigkeit, den Ball in der Mitte zu treffen, die müssen sie trotzdem extra trainieren. So kommen wir zu den nächsten Früchten auf unserem Baum, die wir einfach so runterpflücken müssen. Und das ist die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein, wo die Schlagfläche sich im Treffmoment befindet, beziehungsweise wo sie hinorientiert ist. Du weißt ja sicher, dass wir die Schlagfläche ja relativ gerade zum Ziel haben müssen, speziell beim Driver. Da ist der Driver ja extrem empfindlich, wenn er das nicht ist. Ja. Und wenn du eben Verkantungen hast, dass der Schläger nach rechts zeigt oder nach links zeigt, dann ist das sicherlich etwas, was du nicht haben willst. So, und es ist jetzt so, wenn du jetzt, wie gesagt, einen Schwung machst, vor allem der relativ flott ist, mit 80, 90, 100 Meilen pro Stunde oder auch weniger oder mehr, egal, es ist auf alle Fälle sehr, sehr schwierig zu fühlen und zu spüren, vor allem wenn man noch nicht so lange Golf spielt, wie sich die Schlagfläche im Treffmoment ja, befindet. Und erstens mal geht es wahnsinnig schnell und zweitens verändert sich ja dauernd der Schläger während des Schwunges. Und da hilft es auch sehr, wenn man mal zum Beispiel sich hinstellt, gerade wenn man zum Beispiel jemand ist, der den Ball immer wieder rechts wegschlägt zum Beispiel, das sind ja sicherlich viele von euch,
dass man dann einfach mal sagt, okay, ich stelle mich hin, als ob ich einen Schlag machen möchte, mache einen langsamen Schwung. Das heißt, langsam heißt, dass ich ihn, den Ball nicht treffe. Darum lasse ich ihn auch hier liegen. Ja. Und übrigens, hier drüben sind Leute. Das heißt, wenn ich jetzt durchziehen würde, würde ich jemanden verletzen. Also ich mache es wirklich so langsam, dass ich wirklich nicht den Ball wegschlagen kann. Und so mit diesem Bewusstsein möchte ich auch, dass du diese Übung machst, dass du niemandem wehtun willst, falls da jemand wäre. Ich mache hier meinen Schwung, gehe in den Treffmoment rein und schaue, kurz vom Treffmoment bleibe ich stehen und schaue, wie die Schlagfläche steht. Und ich sehe, ich zeige jetzt meilenweit nach rechts. Es hätte auch passieren können, dass ich jetzt aufschwinge und jetzt komme ich her und sehe, der Schläger zeigt meilenweit nach links. So, und jetzt kann ich ein bisschen schauen, wie ist mein Körper eigentlich im Treffmoment. In dem Fall sehe ich, dass ich nicht sehr gut gedreht bin. Ich sehe, dass die Schlagfläche nach links zeigt. Ich möchte vielleicht ein bisschen mehr hier sein, ein bisschen mehr offen im Körper, die Schlagfläche gerader. Und da kann ich mir das einmal so ein bisschen hinbiegen, dass ich sage, okay, das ist das, was ich eigentlich möchte. Dann stehe ich mich nochmal hin und versuche, das wieder zu wiederholen. Aha, ist immer noch nach links orientiert, die Schlagfläche. So, und jetzt muss ich irgendeine Änderung herbeiführen wieder. Und jetzt versuche ich mal übertrieben, die Schlagfläche nach rechts zu orientieren. Für den Fall, dass du jemand bist, der immer links ist mit der Schlagfläche. Und jetzt bleibe ich stehen und siehe da, ich habe das Gefühl, zwar der Schläger zeigt nach rechts, aber sie zeigt perfekt zum Ziel. Und das bedeutet, jetzt habe ich ein Gefühl bekommen, wie ich eigentlich zum Ball kommen muss. Das ist bereits mein Release eigentlich. So möchte ich zum Ball kommen. Das ist mein persönlicher Release, den ich brauche, mein Gefühl, damit der Ball gerade zum Ziel fliegen kann überhaupt. Wärst du zum Beispiel jemand, der jetzt zum Beispiel chronisch offen ankommt, das sind wirklich, wie gesagt, die meisten von euch, da muss ich jetzt schauen, wie kriege ich den Schläger wieder gerader. Nur als kleiner Tipp, da kannst du zwei Sachen machen. Das erste ist natürlich, dass du an deinem Handgelenk arbeitest, hier an dem Beugen des Handgelenks, dass das hier früher im Abschwung eben beugt und auch kurz vom Treffmoment hier gebeugt bleibt. Das schließt die Schlagfläche ein wenig. Da habe ich ein Video gedreht, das kannst du hier oben nochmal anschauen über den Handgelenkseinsatz beim Golf, ein sehr interessantes Video. Oder das zweite, was auch sehr, sehr häufig ist, Hobbygolfer haben Chicken Wings, ja. Da fehlt einfach dann diese Rollbewegung der Unterarme, diese sogenannte Supination. Und da kann man zum Beispiel mal schauen, wie muss man den Unterarm drehen, ja, dass der Schlägerkopf im Treffmoment gerade ist. So, zum Beispiel bin ich jemand, der zum Beispiel so kommt. Das ist keine Supination. Ich bin eingedreht hier. Ja, ich bin hier so eingedreht. Wenn ich aber jetzt hier zum Beispiel den Unterarm drehe, dann ist der Schläger jetzt gerade. Und jetzt muss ich mir ein bisschen herumspielen, wie viel brauche ich davon. Und du siehst, ich schwinge immer nur bis zum Ball und aus. Bis zum Ball und aus. Ich habe kein einziges Mal hingeschlagen. Und jetzt sehe ich, aha, die Schlagfläche ist gerade. Ich sehe auch, ich bin auf der richtigen Höhe übrigens. Und ich sehe auch, ich bin in der Mitte. Also ich kann jetzt diese drei Sachen jetzt alle ansehen, bereits bei so einem kleinen Minischwung, in so einem Zeitlupenschwung, wie ich da hinkommen würde. Was jetzt vielleicht zwingend nicht das ist, was du im echten Schwung machst, aber zumindest hast du ein Bild davon, was du machen möchtest. Und das Bild hilft dir schon mal, Veränderungen herbeizuführen. Also wie gesagt, das sind Sachen, die du unbedingt einmal dir genauer anschauen solltest. Eine Sache möchte ich aber jetzt auch noch betonen, die sehr, sehr wichtig ist beim Driver. Und zwar, wenn Golfer beginnen, den Driver schlecht zu treffen, dann beginnen sie auch mit dem Driver langsamer zu schwingen. Das sehe ich sehr, sehr häufig und zwar oft bedeutend langsamer. Wenn du einen Driver nimmst, dann ist die Idee, diesen weit zu schlagen oder relativ weit zu schlagen zumindest. Wenn du jetzt beginnst, vor lauter Angst, ihn nur mehr ganz, ganz verhalten zu schlagen, dann wird der Driver nicht zu einem Driver und du bekommst wieder Probleme. Erstens ist dann der Schwung irgendwie so gesteuert und nicht athletisch und zweitens bekommst du einfach nicht die Länge. Du kommst wahrscheinlich dann auch mit einem Dreierholz oder Fünferholz hin oder mit einem Hybrid sogar. Also es bringt nichts, dass du den Driver überhaupt schlägst. Das heißt, wenn du bitte einen Driver schlägst, dann bitte schlag ihn mit etwas Mut. Ich sage nicht, dass du jetzt draufhauen musst wie ein Irrer oder wie Bryson DeChambeau, aber versuch trotzdem mutig zu schwingen. Und wenn du das nicht in den Griff kriegst auf der Runde, dann steck ihn mal weg, nimm vielleicht das Holz 3 oder Holz 5 oder den Schläger, mit dem du dich wohler fühlst und arbeite aber bitte daran auf der 3 im Range, dass das besser wird. Gegebenenfalls auch mit einem Golfpro, gerne auch mit mir. Und wenn du das dann verbessert hast, dann kannst du damit am Platz spielen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, den Driver in die sogenannte Dunkelkammer, in die Dunkelhaft zu stecken und dann ihn quasi erst im nächsten Jahr wieder rauszuholen, dann hast du nicht Driven gelernt. Das verspreche ich dir. Falls du Lust bekommen hast, mehr über den Driver zu erfahren, da habe ich ein ganz interessantes Video gedreht, wo du Schritt für Schritt lernst,
wie du ein guter Treiber des Golfballs wirst. Also bis drüben, dann gleich auf der anderen Seite. Tschüss.